So, erstmal das Dschungelholz runterbringen. Drei Dark Oak Saplings haben wir auch noch gekriegt. Haben jetzt 23, das ist gut. Das ist sehr gut. Und Dschungelholz. Dschungel, Dschungel, Dschungel und Dschungel. Ja, das sieht auch gut aus. 14 Dschungel Saplings haben wir. Die Vines, die packe ich jetzt auch mal hier mit zu. So, Steine haben wir hier unten noch nicht gelagert, ne? Was habe ich, hier eigentlich schon irgendwo was reingepackt gehabt? Nee, habe ich nicht. Wie sieht's hier aus? Ach, hier sind Stickies drin. Gucke mal. So, genau. Woodzeugs und so. Ja, ach, das mit dem Kontrast hier, das ist schön. Und das ist halt auch nochmal... So, ich muss mich nur kurz anders hinsetzen. Ach, das ist auch noch ein schöner Kontrast, so insgesamt. Was wollte ich noch? Ach, die Treppe habe ich jetzt vergessen. Oh Mann. Oh, langsam wird es auch warm. So nach 2 Stunden im kleinen Arbeitszimmer, durchgängig der PC, der am Rödeln ist. Das merkt man. So, Spruce Stairs kommen weg. Den Stone kann ich gerade nicht gebrauchen. Den können wir mal kurz oben hinpacken gehen. Wo habe ich denn hier Stone? Irgendwo muss doch Stone sein, ne? Da ist Stone. Da ist Smooth Stone, dann gehört da rein auch Stone. Das Baumier lasse ich jetzt einfach mal hier, genauso wie die Shears. Und 8 Äpfel haben wir. Da sind die Äpfel. Ach, guck mal, da ist auch Baumier. So, dann nehme ich mir das nochmal kurz mit. Könnten wir auch eigentlich in der Küche lagern, ne? Hier die Äpfel und das Fressen. So, das nicht. Aber die 3 Sachen. Wo lagern wir das denn am besten? Vielleicht hier in unserem Vorratsschrank. So, dann packen wir oben Fleisch rein. Und unten alles andere. Ach, das ist doch cool. So, da können wir jetzt den Kohle-Song nochmal singen. Aber das muss jetzt echt nicht sein. Ach, komm. So, dann gucke ich nochmal, wie viele Saplings da runtergekommen sind. Und dann würde ich sagen, gehen wir zurück zum Starterhaus und bereiten uns darauf vor, dass wir in der nächsten Folge dann vielleicht wirklich noch die 2 Nether-Portale hinkriegen können. Gut, da könnten wir noch ein bisschen Obsidian farmen, ne? Ach, guck mal, ein paar Vines haben wir noch gekriegt, 6 Saplings. Das ist gut. Ne, dann farme ich noch ein bisschen Obsidian. 14 brauchen wir theoretisch noch. Vielleicht kriegen wir die hier noch zusammen. Dann hätten wir alles, was wir brauchen und könnten in der nächsten Aufnahmesession nochmal durchstarten, das Dorf wieder besuchen und dann mal schauen, dass es auch da mit vorangeht und dass wir das Ganze, wie gesagt, so ein bisschen zu einem verbinden, weil das sind ja jetzt doch noch ja eher 2 getrennte Dinge, ne? Wir haben einmal hier unseren Bereich mit unserem Starterhaus, mit unserem Anwesen hier, was sich langsam aufbaut und dann haben wir eben noch den Bereich dazu, in dem wir uns um... Achso, ich habe alles dabei, was ich brauche. So, indem wir uns eben um alles andere kümmern. Mit dem Dorf und dem Enchanten und dem Villager hochtraden und so weiter und so fort. Sachen reparieren durch unser Mending. Das müssen wir halt irgendwie mal zu einem zusammenkriegen, ne? Und ich glaube, das können wir ganz gut in dieser Staffel hinkriegen. Und dafür soll die Staffel auch so ein bisschen stehen. Das heißt, vielleicht, je nachdem... Entweder, das wird wieder so sein, dass wir dann 20 Folgen hier, 20 Folgen da, 20 Folgen hier, 30 Folgen da oder 40 Folgen da oder wie auch immer verbringen. Oder, dass wir halt wirklich dann mal 10 Folgen hier, 10 Folgen da, dann zwischendurch mal wieder zurück und zwischendurch mal wieder dorthin und dorthin und dorthin. Einfach um es spannend und abwechslungsreich zu halten, ne? So, ich kloppe jetzt erstmal die hier weg. Klack, 1. 2. 3. Ich gehe nicht davon aus, dass der Lavasee hier noch tiefer ist. Weil die Spots hier sind so klein, da wird jetzt keine Lava mehr drunter sein. So. Ist das der Wandering Trader schon wieder oder ist das ein neuer? Es wäre krass, wenn das ein neuer wäre, aber ich glaube, das ist noch der alte, ne? Ich glaube, der bleibt eine Zeit. Ja, das ist noch der alte. Ja, guck mal, das reicht doch hier. Das ist sogar mehr als genug. Ach, ist das toll. So, Nummer 14. Und da können wir in der nächsten Aufnahmesession zu unserem
zu unserem Dorf gehen und uns darum kümmern, dass wir das auch verbunden kriegen. Ja, wir müssen auch mal schauen, ne? Auf der Insel hier können wir vielleicht einen kleinen Leuchtturm bauen oder irgendwas ähnliches, anderes, was komplett anderes. Ich weiß halt nicht, passt hier noch nicht ganz so hin, ne? Vielleicht könnten wir da hinten so einen Hafen machen, da beim Zelt geht ja so ein kleiner Fluss rein, den wollte ich ursprünglich ja auch mal abändern. So, und ja, ich weiß, dadurch, dass das Netherportal jetzt ein Stück hier weg ist und das andere auch ein Stückchen weg ist, ist es fast so, jetzt müssen wir in die Richtung, ist es fast so, als, oder brauchen wir fast genauso lange wie mit dem Boot rüberzufahren. Ach nee, das wäre doch richtig gewesen, okay. Also wir brauchen fast so lange wie mit dem Boot rüberzufahren, aber ja, spätestens mit dem Dorf lohnt sich das dann richtig und auch so zwischen den beiden Orten hier. Es ist, glaube ich, angenehmer, mal kurz durch den Nether zu laufen. Und das Schöne ist, die beiden Portale sind auch in Sichtweite, also da, das funktioniert ganz gut. Hätten wir jetzt auch noch beleuchten können von außen, aber ist im Nether egal, deswegen können wir uns das auch schenken. So, hier müssen wir nur schauen, dass wir in die richtige Richtung rausgehen. Und ja, den Weg darüber müssen wir auch noch schön machen. Vielleicht mache ich dann hier diese Säule doch weg und mache dann hier, oder, na, ich guck mal. Irgendwie kriegen wir das schön hin. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Und ich muss jetzt im Hintergrund mal so ein bisschen rechnen. Dann müsste ich ja jetzt auf 9 Folgen ungefähr kommen. Und wenn ich sage 9 mal eine Viertelstunde, ja, ja, so ein paar Minütchen müsste ich noch aufnehmen, damit es gut passt. Dann gucke ich erstmal. Unser Obsidian ist hier drin. Da haben wir jetzt 28. Das reicht genau für 2 Portale. Dann wäre das was, was wir in der nächsten Aufnahmesession machen könnten. So, hier wächst natürlich nicht viel, wenn wir wenig in der Umgebung machen. Aber ich wollte gerne eh nochmal ein bisschen die Fleischproduktion herantreiben, nachdem ich dazu auch animiert wurde. Doch ein bisschen an der Fleischproduktion festzuhalten und da weiterzumachen, dachte ich mir, können wir das ja auch gut machen. Dafür bräuchte ich erstmal ein paar Karotten und dann brauchen wir gleich noch ein bisschen Weizen. Das heißt, einmal Karotten und einmal Weizen, bitte. So, und der Bambus kann natürlich wieder weg. Da könnten wir auch Holz draus machen und das ein bisschen benutzen. Oder wir machen eben noch was anderes draus, ich weiß es noch nicht. Aber eigentlich momentan, dadurch, dass es jetzt Bambusholz gibt, macht es ja eigentlich Sinn, das Holz draus zu machen, ne? So, komm hier. Dich muss ich heilen, Axt. Du bist am schlimmsten getroffen, glaube ich. Ja, der Rest sieht ganz gut aus. Gut, die Schaufel auch, aber die Spitzhacke hat es nötig. Das heißt, die packe ich jetzt mal kurz in den zweiten Slot. Und dann vermehren wir, ja, kommen von mir aus auch noch die Schafe, wobei wir die dann auch bald wirklich abschlachten müssen, ein bisschen. Mal gucken, für wie viel es reicht. Ja, Tiere vermehren bringt natürlich auch immer viel, was Level angeht und jetzt für uns die Reparatur dann auch angeht. Und es bringt uns Fleisch, aber das dauert halt jetzt noch ein kleines bisschen. Gut, wir sind schon wieder bei 1224, das ist okay. Ach ja, hallo Herbert. Das muss natürlich auch mal sein. Hallöchen, hallo Hedwig. Das war jetzt aber Herbert. Mensch, ja, gut, ihr wollt lieber unter euch sein, kann ich auch verstehen. Hätte auch keinen Bock auf mich. So, vor allem nachdem ich gestorben bin. Okay. So, ein Pumpkin nehmen wir noch mit. Ja gut, die Felder, die wir am Dorf geplant haben, die sind ja deutlich größer. Und eigentlich könnten wir uns auch überlegen, die hier den Häcksler nochmal zu vergrößern, um eine Etage langsam. Wir haben ja jetzt die Werkzeuge, mit denen das schnell geht. Ah, da müssen wir mal schauen, wie wir das gut hinkriegen. Ah, schade, hier ist nichts drin. Dann passt das alles?
Gut, ich würde sagen, bevor ich dann jetzt ausmache, noch eine Kleinigkeit, denn ich wollte ja nochmal in die Statistik kurz reinschauen. Ach ja, so, wir haben 241 Animal Spreads. Aber was tragisch ist, ist, wo ist es? Das hier. Wir haben 2,7 Tage gespielt und jetzt nur noch 1,5 Stunden seit dem letzten Tod. Number of Deaths ist auf 1 hochgegangen. Es ist tragisch. Es ist einfach nur tragisch. Tragisch, 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 tragisch. Tragisch. Ach, ja. Ja. Hier ist es. Ja, das wird uns auf ewig nachhalten. Ach man, das ist so ärgerlich. Das ist so ärgerlich. Es ist schrecklich. Okay, gut. Ja gut, für die nächste Folge können wir dann das Dorf verbinden. Das heißt, wir könnten auch schon mal vorbereiten, was mit ins Dorf kommt. Wir haben jetzt essenstechnisch nicht so viel, weil wir einiges an Weizen ja mitgenommen haben. Gut, was ich auf jeden Fall mitnehmen möchte, ist das hier und inklusive den Melon Slices für die Seeds. Meine Pumpkin Seeds hatte ich theoretisch sogar noch. Oder Melon Seeds auch. Ach, guck mal. Nee, das sind Cocoa Beans. Nee. Gut, Cocoa Beans bringen uns auch nicht so viel. Pumpkin Seeds können wir daraus auch machen. Wie war das? Aus einem Pumpkin kriegen wir 4 Seeds. Nee, dann nehmen wir die Pumpkins so mit, die Melons so mit den Melon Slices. Aus denen können wir ja direkt die Samen machen. Und dann packe ich das schon mal nach vorne. Ist hier sonst was, was wir mitnehmen können? Können wir Potatoes verkaufen? Konnten wir Potatoes verkaufen? Doch, wir können Potatoes verkaufen. Ja klar können wir Potatoes verkaufen. So, dann nehmen wir da mal ein paar Stacks für mit, ne? 4, 5 Stacks. Erstmal. Weizen lasse ich mal hier, weil wir brauchen hier natürlich auch immer was, um die Tiere zu vermehren und so weiter und so fort. Ich glaube, ich pflanze ja auch demnächst mal wieder nur Weizen an. So, und dann hatten wir ja hier jetzt... Ach nee, da die Sachen. Das muss mit und das muss mit. Der eine Emerald kommt natürlich mit. Das heißt, das hier haben wir jetzt schon mal. Wie viele Inventar-Slots haben wir eigentlich frei? 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Inventar-Slots. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17. Also wir könnten die zweite Reihe noch fast voll machen. Das bringt uns alles nicht. Hier, das bringt uns auch nicht. Wir könnten noch ein paar Potatoes mehr mitnehmen. Brauchten wir sonst noch was? Wir könnten von dem neuen Holz was mitnehmen. Dafür müssten wir das noch holen gehen. Ah, gut, das machen wir jetzt heute nicht mehr. Na gut, aber wir müssten uns eigentlich ein paar Saplings von jedem Holz mitnehmen, dass wir da auch Holz anbauen können von den neuen Holzsorten. Und ein bisschen Bone Meal könnten wir uns mitnehmen. Ja, das hat sich echt gelohnt im Nether, ne? Die Bones da abzukloppen. Wie viel Bone Meal wir da rausgekriegt haben. So, ich würde dann einfach hier nochmal 60 Bone Meal mitnehmen zu unserem Dorf. Genau, und dann können wir es in der nächsten Folge machen. Wie gesagt, wir müssen dann nochmal Dingens holen gehen. Wie heißt es jetzt? Die Saplings holen gehen. Und dann hat sich das, dann können wir da hinten auch ordentlich was bauen und machen und tun. So, aber dann würde ich sagen, oh mein Gott. Oh, ja, nach so einem langen Tag können wir dann jetzt auch mal die Aufnahmesession beenden. Ach komm, wir gehen heute mal zu den beiden hier rein, ne? Ja, wir kommen euch mal besuchen. So, dann vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Aufnahmesession wieder. Ja, bis dahin. Möchtest du noch was sagen, Herbert? Oder du, Hedwig? Ja. Tschüss, Herbert. Bis denn. Ciao.